Tierfreundinnen und Tierfreunde, von unseren vorige Woche vorgestellten Miezen hatte nur eine Glück. Der verwahrloste schwarze Kater, der über das Veterinäramt zur Arche Noah kam, hat ein neues Revier gefunden. Das ist gerade für ihn wunderbar. Leider hat die schöne getigerte Katzenname bisher keine Interessenten, aber sie wird sicher noch ihre Menschen finden. In der letzten Folge vor unserer zweiwöchigen Urlaubspause von Tiere suchen Menschen stellen wir wieder zwei Katzen vor. Als erstes eine weiß getigerte Katzenmutti, die auf ungefähr 2 Jahre geschätzt wird. Sie lebte in der Pestalozzi-Straße und wurde vom dortigen Pflegeheimpersonal versorgt. Sie ist sehr zahm und menschenbezogen, sodass sie mit ihrem weichen Fell als Therapiekatze bei den alten Menschen für viel Freude sorgte. Leider war die Mieze nicht kastriert und bekam im Pflegeheim 5 Katzenkinder. Die ganze Familie konnte natürlich nicht im Pflegeheim wohnen bleiben und so kamen alle in die Arche Noah nach Öleben. Die Jungen stehen nun auf eigenen Pfötchen und die Mama braucht liebe Katzenfreunde nur für sich, denn ein individuelles Zuhause hatte das Miezchen noch nie. Sie wurde im Tierheim kastriert und braucht unbedingt ein Revier mit Freigang, weil sie nie in einer Wohnung gelebt hat. Das heißt nicht, dass die Mieze nicht ein Sofaplätzchen schätzt, aber durch ein Revier zu streifen, das muss auch unbedingt sein. Artgenossen braucht die eigenständige Katzenmutter nicht. Nach 2 Jahren ohne richtiges Zuhause möchte sie ihre Menschen und ihre Umgebung für sich allein. Nummer 2 der heutigen Vorstellung ist eine getigerte, ebenfalls weibliche Katze, die am 4. Juli in Gotha im Ida-Koch-Weg gefunden wurde. Sie wird auf ungefähr 4 Jahre geschätzt. Das Kätzchen hat eine Trübung auf der linken Pupille. Vermutlich wurde sie an dem Auge operiert. Da sich das Samtpfötchen in einem sehr gepflegten Zustand befindet, vermutet Tierheimleiterin Katrin Mattes, dass sie ein Zuhause hat. Sie hofft, dass das Tigerchen auf diesem Weg erkannt wird und so schnell wie möglich aus der Quarantänebox befreit wird. Sie sitzt etwas verstört und unglücklich in der Gefangenschaft. Sollte sich für die schöne getigerte kein Besitzer melden, sucht auch sie natürlich neue Katzenfreunde.